Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. Die evangelische Kirche muss intensiver in den Dialog mit ihren Mitgliedern treten und sich überlegen, wie sie neue gewinnen kann. Dafür hat sich der neue Landesbischof der evangelischen Landeskirche in Württemberg, Ernst Wilhelm Gohl, in einem Interview mit der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA ausgesprochen. Um weitere Kirchenaustritte zu vermeiden und neue Mitglieder zu bekommen, muss die Kirche laut Gohl einfach mal neue Dinge ausprobieren und mehr niedrigschwellige Angebote machen. Für ihn komme es darauf an, die Menschen anzusprechen und wieder mehr klassische Bibelstunden durchzuführen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat der Ampelkoalition einen staatlichen Zwang zum sogenannten Gendern vorgeworfen. Es sei falsch, Gendern zwanghaft zu verordnen, beklagte er in den sozialen Medien. Der Ampelkoalition geht es Söder zufolge immer um Zwang statt um Freiheit und ihr Wunsch sei eine Umerziehung der deutschen Bevölkerung. Die gesellschaftliche Zeitenwende der Ampel richtet sich laut Söder gegen die Mehrheit der Normalbürger. Auch staatliche Vorgaben zur Ernährung oder Drogen wie Cannabis freizugeben, hält er für falsch. Die schwimmenden Krankenhäuser der weltweit tätigen Organisation Mercy Ships haben nun die Möglichkeit, einheimisches medizinisches Fachpersonal auszubilden und zu betreuen. Im Hafen von Dakar in Senegal beherbergte das neue Krankenhausschiff im vergangenen Monat 302 senegalesische Mediziner an Bord, die in 8 Kursen ausgebildet wurden. Dazu zählen Anästhesie, Zahnmedizin, grundlegende chirurgische Fertigkeiten, Wiederbelebung von Neugeborenen, Krankenpflege und Sterilisation. So soll die medizinische Versorgung in Afrika langfristig verbessert werden. Die Studenten lernen, wie man sichere pädiatrische Anästhesie in einer sehr sicheren Umgebung praktiziert, in der sie von Dozenten aus dem Senegal und aus der ganzen Welt in neuen Techniken unterrichtet werden. Ziel des Aufbaus medizinischer Kapazitäten ist es, die Chirurgie in Afrika jetzt und in Zukunft sicherzustellen und so zeitnahe Eingriffe zu ermöglichen. Durch Simulieren von operativen Eingriffen können die Mediziner ihr gelerntes Wissen direkt anwenden. Die Simulationen waren sehr interessant. Wir konnten wirklich üben und uns dabei bestimmte Fähigkeiten aneignen. Geplant ist, dass die ersten Operationen an Bord der Global Mercy ab 2023 durchgeführt werden können. Soweit die IDEA TV-Nachrichten. Ihnen noch eine gesegnete Zeit. Tschüss und bis bald.